Da schmeiße ich einfach mal Blutecho-Fuffis in den Club. Ja, super gemacht. In der letzten Folge habe ich mich als Real Big Spender geoutet und mit dem falschen Jägerzeichen mehr oder minder alles kaputt gemacht. Und ja, jetzt gilt es. Kein Druck. Dass Martin alles richtig macht. Ich will mal gucken, was denn? Ob wir. Wir haben in dem letzten Kelch-Dungeon haben wir auch so diesen Grabschimmel und ein paar andere Sachen aufgesammelt. Mhm. Ob wir einen anderen Kelch-Dungeon noch freigeschaltet haben. Ja, so. Weil wir hatten auch was mit Blutzeug und so. Kelch der kurzen Ritualwurzel. Den Kelch haben wir nicht. Hier wäre das Ptumerianische Labyrinth. Das haben wir gecleared. Mhm. Tiefe 1, Gebiet, zusätzlicher Ritus. Was mit zusätzlicher Ritus kann man noch machen? Guck mal, es gibt einen Code für das Kelch-Symbol. Mhm. Also, dass halt einzig alles halt so generiert wird. Ja. Dass dann, aber dass man praktisch. Könnt ihr das auch auf eurem Minecraft-Server nachspielen? Kann ich entfernen. Verlies und Fortschritt löschen. Dann kann ich jetzt praktisch resetten, wahrscheinlich wieder hinstellen. Ja. Okay. Das gibt. Und das haben wir noch nicht. Okay, ich dachte, wir hätten schon. Wir nehmen noch andere, guck. Mhm. Was können wir denn nochmal? Kelch, Verlies, Suche. Ach, da kann man woanders. Ja. Bei woanders suchen oder so. Bei anderen Leuten oder wie? Vermutlich. Ah, das wird da. Ah, das ist verrückt. Also den Tumeru-Kelch haben wir schon gemacht. Ja. Aber nicht den Wurzel-Kelch. Mach doch den mal. Dafür bräuchten wir 2 Ritualblut. Mhm. Hä, Ritualblut 1? Nee, schau mal. Warum ist denn das rot? Ritualblut 1. Weil wir Ritualblut 1 haben. Aber Ritualblut 2 haben wir. Das könnten wir so machen mit auch nur Blutetschos. 1800 Blutetschos. Ja, dann gehst du die mal verdienen. Oder ich könnte auch. Mal gucken, wir haben eh so viele. Wie viel kriege ich ja nochmal für. Ja, so viel haben wir nicht, weil ich eben noch ein bisschen rumgebolzt habe. Ja, trotzdem hatten wir die Hütte voll damit. Die Kiste. Ich weiß auch nicht, wie gefährlich der Dungeon ist, weil es einfach nochmal ein höheres Level schon ist. Was natürlich auch noch machen könntest oder was uns auch noch offen stünde, wäre entweder wir sind uns inzwischen sicher genug, diesen Bosskampf zu versuchen, oder aber wir probieren den Wald. Mhm. In dem Wald soll es auch gar nicht so weit von der Stelle, in der wir immer ins Gras beißen, weitergehen. Also relativ bald auch schon ein Checkpoint kommen. Ich bin in der falschen. Ich war in der falschen. Wo sind denn hier die Kugeln? Ja, wahrscheinlich hast du jetzt alle vercheckt. Nein, wir hätten noch die Kiste voll. Da hat auch mal ständig gesagt, hier, du hast die Kiste voll. Aber ich habe uns da noch rumgeschossen. Ja, aber nicht 99 Kugeln. Hä? Achso, so jetzt aber. Danke. Ja, was möchtest du denn lieber machen? Ich mochte den Dungeon total gerne, hat irgendwie voll Bock gemacht. Ja, könnte auch natürlich sein, dass der zu schwer ist, aber ich finde es geil. Ja, ausprobieren. Vielleicht. Entsteht da irgendwann mal Werteverfall? Nicht Werteverfall, sondern der Kurs sinkt. Ja. Ich glaube nicht. Kann der nur 20er-Stacks von den Kugeln tragen? Ja, der kann mal ruhig ein bisschen mehr mitnehmen in die Tasche. Um die ganze. Das ist der schlechteste Kugelkaufmann der Welt. Nein. So, 2800. Jetzt hole ich mir noch mal welche mit. Und dann machen wir mal diesen neuen Dungeon auf. Wir gucken kurz rein, kassieren das Rad zu schwer und dann. Geh mal wieder, such uns ein anderes Gebiet. Genau so wird's sein. Eigentlich wie jeder Samstagabend. Kurz rein, wie ist es hier? Okay, zu schwer. So. Kelchritual. Der. Mach mal. Cool. Siegelkammer. Das ist bestimmt geilo. Ich nehme mal das Siegerzeichen raus aus der Schnellleiste. Das drücke ich sonst irgendwann. Sehe ich schon kommen. Ja, cool. Ludwig war der Erste von. Da hätten sie ruhig ein bisschen mehr Zeit geben können. Guck, mit der Pistole kann man schneller an Gegenkraft ansteigen. Das dauert halt nicht so lange. Mhm. Das hat Vor- und Nachteile. Das andere ist dafür streut mehr. Cool, cool, super cool. So, das nehmen wir hier mal raus. Danke. Das auch mal. Was nehmen wir denn da rein? Bleielixier, verändert Gewicht, auch cool. Das Gift, Kieselfeuer. Lassen wir es erstmal so.
Was haben wir? Was haben wir? Sieht alles gut aus? Sauber. Neuer Dungeon. Das hat mir letztes Mal so einen Spaß gemacht. No pressure, weil was kannst du schon verlieren? Meine Street Cred. Mach doch den Fernseher am einen lauter. Das können wir uns gönnen. Um einen Fernseher. Um einen Fernseher. Wir haben immer mehrere Fernseher. Ich ja, ich schalte mal noch einen dazu. Wir spielen ja, ja wissen ja wenigstens, wir sitzen ja beim Mediamarkt. ja, hier vorne, Fritteusen, hier vorne durch. Ja, genau. Friseusen. Ich könnte gerade eben echt nicht zum Mediamarkt gehen, weil ich, das ist übrigens echt die Hölle. Leute, geht niemals mit einem roten Hemd oder mit einem roten T-Shirt zum Mediamarkt und seht halbwegs kompetent aus. Ja, das, da besteht ja keine Gefahr. Ja. Obwohl eigentlich, wenn du kompetent aussiehst, dann wirst du ja gerade nicht angesprochen. Man könnte total zurücknörden, wenn die sagen, arbeiten Sie hier? Dann musst du sagen, ich wünschte, es wäre so. Dazu müsste ich noch 5 weitere Jahre an der Snucky U studieren. Wie diese geilen Angestellten beim ersten Simon Max, die bei Snuckies arbeiten. Snuckies. Naja. So, wo ist denn die Mutti jetzt hier? Da oben steht sie, oben auf dem Boden. Ja, erstmal will ich hier... Ich hasse hier bei Rauchgedöns. Ja, aber mach doch mal die Mutti. Mach doch mal die Mutti. Mach am Wochenende. Doch mal die Mutti. Das ist von Atze. Nee, wie heißt der? Mickey Krause. Schickimicki. Ey! Mach doch mal die Mutti. Das würde ich dir mal empfehlen. Die brennt dir sonst die Jacke. Das ist doch nicht die Mutti, die mir da eine einschenkt. Aber die macht lauter so Feueräumel. Ja, ja. Hallo! Pass mal an! Und da war's das mit der Übeltäterei. 240 Blutettschuss verschmissen, Martin. Ja, noch nicht verschmissen, aber eine Statistik hier für die Tonne. Ach, da standen noch welche weiter oben. Ja, da stehen überall welche. Dann ist es, dass guck die Mutti da in der Mitte ist, ist alles nur ein Köder. Das ist so gemein, dass die, na gut, gemein ist eigentlich nicht, ich glaube, dass es auch übrigens beabsichtigt ist, wenn man mehrere Waffen hat, dass sich die Ausdauer nicht so schnell auflädt. Mhm. Weil manche würde ich schon ganz gern für manche Gegner einfach den schnelleren Stock Angriff haben. So langsam ist er zwar auch nicht, aber manchmal wäre mit der Stock doch lieber. Der kommt ja von den Schadenswerten einfach nicht mehr mit, oder? Doch, so schlecht ist der gar nicht. Ich würde einfach ein bisschen anders. Das ich würde den nämlich, demnächst mal wieder nehmen. Alter, hallo, geht's noch? Die werfen sich. Kurze Bewegung bleiben, falls sie da werfen. Den Werfer ausschalten, oder ist einer... Jetzt noch nicht mal gemerkt, jetzt hat er es gemerkt. Ja, er hat auch die aus ihrer billigen Hosentasche, die sie überhaupt nicht haben. Das stimmt doch alles, physikalisch überhaupt nicht korrekt. Kann ich nicht spielen. Da ist eine Mutti, oder? Ja, das sage ich doch die ganze Zeit. Ja, ist mir schon klar, aber die anderen werfen halt noch. Boah, sind die aber. Ha! Weg, 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 bloß da weg. Sauber, die sind alle hin. Hat jetzt alle? Ja. Monster. Deswegen kill, wollte ich auch die blöde kill, Mama da weghauen. Da war gar nichts. Die hat irgendwie dreimal auf einmal beschworen, ne? Ja, so verstanden wird sich voll die. Naja, sie hat ja auch gebimmelt. Das ist beim Butler das Rückgrat kracht normalerweise. Achtung. Arnfried, fahren Sie den Wagen vor. Giftmesser. Da waren nicht so viele von. Ach komm, jetzt wollte ich einen schönen Move machen. Durfte ich nicht. Einen schönen Move. Habe ich es mitgenommen? Ja. Ja. Auch so kurz verwundert guckt so. Ja, der gehört doch hier nicht dazu. Den habe ich hier in der Kantine aber noch nie gesehen. Dann halt nicht. Das hatte ich neulich übrigens auch. Bin ich in den Verlag reingegangen und da ist es so, um da reinzukommen, brauchst du so eine Zugangskarte. Und so einen Scanner halt und es geht auch, funktioniert der Aufzug nicht und du kannst auch nicht zur Tür rein, also in die einzelne Etage.
Dann hat aber ein anderer Kollege, der auch in diesem Haus arbeitet, das ist ein recht großes Verlagshaus, gesehen, dass ich da in meiner Tasche ewig kram, weil ich meinen Geldbeutel nicht gefunden habe. Hatte den tatsächlich dann auch zu Hause vergessen, meinen Geldbeutel, mit der Karte drin. Dann fragte er, ob er mir irgendwie helfen kann. Ich so, ja, hier, Karte vergessen. Und sag, ja, kein Problem. Er scannt dann mal für mich mit. Hat mich aber die ganze Zeit so komisch gemustert. So, dann war so, den habe ich aber nicht gesehen. Ist das ein Terrorist? Kenne ich den? Ist der aus von diesen Plakaten, die mal am Flughafen hängen? Haben die diesen manchen einmal gesehen? Und dann war es auch so, dass eben nochmal oben beim in unserer Etage er mich dann eben auch nochmal durchbuzzern musste. Und auch da war es ihm dann gar nicht geheuer. Dann ist er mit sehr schnellem Gang im Aufzug verschwunden, so nach dem Motto, ja, wenn er sich jetzt in die Luft sprengt, dann war ich nicht dabei. Oh, der Sporno ist gleich wieder alle, wenn du was aufsammelst. El Sporno. Finster ist. Denkst du die, denkst du, die unterschiedlichen Kelcharten sorgen auch dafür, dass die Dungeon-Architektur eine andere ist? Es wird auf irgendwelche Sachen schon jeweils Einfluss haben. Es werden irgendwie dann Faktoren sein, so, wonach sich der Dungeon baut, ja. Ja, bisher sind das ja jetzt alles bekannte Versatzstücke. Au, jetzt habe ich doch noch gekriegt. Das sieht jetzt nicht so unbekannt aus, das stimmt. Hat auch auf die Gegner, auf die Bosse Einfluss. Wer weiß sowas schon so, ne? Ging es hier noch irgendwo weiter? Nein. Sag man. Ja. Ja, hallo. Ja, natürlich war das dann eine Kombo. Geht's noch? Na gut, hat's eh schon gehabt. Das ist Sackmann. Cool. Ritualblut 3. Ja. Witzigerweise haben wir kein Ritualblut 1 mehr. Wir hatten Ritualblut 2 für diesen Dungeon hier, aber kein Ritualblut 1. Und für den normalen Kelch brauchten wir nur Ritualblut 1. Und für diesen anderen Dungeon brauchten wir Ritualblut 1 und Grabschimmel. Ja, aber ich will mich ja auch beruflich weiterentwickeln und nicht hier auf der Stelle. Hätten wir ja schon. Wir haben ja, das wäre mit dem Grabschimmel gewesen. Ist schon wieder so verwinkelt und verwirrend. Kommt doch keiner mehr zurecht. Den haben sie da bestimmt hingestellt, dass ich von der Seite eine rein... Dass ich da auf die Links laufe, auf die Druckplatte, glaube ich übrigens. Stimmt. Stimmt, das ist eine Druckplatte. Ach komm. Das ist ja zu leicht dafür, für die Druckplatte. Naja, also der könnte auch für die Vogue modeln. Sieht schon aus wie eine Druckplatte. Schon irgendwie, ne? Die lasse ich mal. Ach, komm. Ich wollte ihn schön von hinten mit so einem Geido-Move. Dann gehe ich da mal nicht drauf. Warum es ein Mimic ist. Coole Truhe. Mhm. Oh, Ritualblut 2. Da ist einer. Mhm. Caught in the egg. Da oben war jetzt noch eine verschlossene Tür. Und ganz am Anfang ging es natürlich auch noch mal. Da war noch eine andere Abzweigung. Verwirrend. Und hier geht die Treppe hoch. Kommt doch keiner mehr klar. Ja, ist das vom Anfang? Wo ich die Mutti umgehauen habe? Ging es da links? Zumindest der gleiche Raum, ja. Dann gehe ich nochmal zurück zu der Tür und dann hätten wir diesen Teil ja geklärt eigentlich, oder? Ich denke schon. Sieht gut aus. Aber wir brauchen halt noch so einen Schalter. Kommt noch. Da haben wir überhaupt schon den Ding gesehen, die verschlossene Tür. Bin ich ganz sicher, das habe ich am Anfang nicht so genau erkundet. Da war eine Tür mit Lichtern. Da sitzt einer. So ein Dicker. Was ist das, Hundis? Haben wir andere Waffen eigentlich angelegt? Nein. Nee. Ach, dann mal mit der Hand. Sack. Die haben dich gesehen? Mhm, ja, hoffentlich.
ist der Schalter. Neben dem dicken. Sehr gut. Moin. Nicht, dass da noch irgendwo andere so Handel sind. Nein, sie hat keinen. Chaka. Könnt ihr mit dem Stagger das mal versuchen? Das ah! Okay, doch noch andere. Das gab es beim Dark Souls schon, Friendly, vor allem auf die Bosse doch auch ihre eigenen Leute total verhauen. Ja. Das gibt's gar nicht mehr hier, oder? Sieht nicht so aus. Frechheit. Spielt da noch irgendwo einer um die Ecke? Nee. Gut. Klonk. And Regold. Da war es kürzer. Ist das eine Druckplatte? Nein. Naja. Gut, dass ich es probiert habe. Was hätte schon passieren können? Ja. So. Ja, hier. Okay. Ist hier hinten noch was? Nope. Nope. Ja, dann könnte es ja noch mal spannend werden jetzt hier. El Bosso. Meinst du, dass die Bosse da jetzt genauso nochmal sind oder so leichte Variationen? Werden wir sehen. Nö, ich glaube schon, dass die da sich haben mehr einfallen lassen, als jetzt nur nochmal das gleiche wie beim ersten. Das sieht ein bisschen anders aus zumindest, oder? Ja. Schon mal was anders. Oh oh. Feuer. Okay. Bestienbesessene Seele. Okay, okay, okay. Sehr gut, du hast einen tollen Vierer-Move. Das ist ganz super. Oh, ja, man kann Feuer schießen. Juste Säule. Und weg. Nee, das nicht. Ich wollte nur die. Okay, okay. Kann ich hier mal aufschalten? Der hat eine ganz schöne Reichweite, der junge Mann. Ja, wow, okay. Ja, nicht schlecht gedacht. Ja, nachdem er da diesen. Dieser Attack. Nachdem ich halt außer Reichweite war, in diesem Vierer-Angriffsmuster. Ha! Ist ja noch getroffen. Okay, komm, bring it. Schade. Ah, noch genau reingelaufen. Taka. Nochmal. Ups, komm. Puh. Somebody's pissed. Na, dauert zu lang. Ich dachte, dass man da ihn vielleicht staggern kann von hinten. Ich könnte natürlich nochmal, wenn ich. Ups, ist ein langer Feuer. Ich würde einfach das cool weiterspielen. Nicht so versuchen, mehr Hits pro Sequenz rauszuholen als nötig. Nochmal ein Chaka. Das brauche ich gar nicht. Du hast eigentlich recht. Erst noch vier so Dinge. Ganz cool.
einen Schlag. Dann hast du es. Sehr schön. Souverän. Ein Narrenblut-Edelstein. Sehr schön. Was liegt hier? Achso. Die Lamber. Und dann gehe ich nochmal. Fällt gerade ein. Wir haben, glaube ich, einen von den geilen Blut-Edelsteinen noch gar nicht eingebaut. Das kann gut sein. Das heißt, wir könnten ja jetzt dann so die nächste Ebene angehen. Ja. Und wahrscheinlich ist es wieder so, am Anfang wird ja das Tor sein. Hier ist die Lampe erstmal von der nächsten Ebene wahrscheinlich gleich. Ja. Guck mal kurz. Schick. Schön. Oh, so ein Zeiten-Schatz-Dings. Das auch noch. Also wahrscheinlich wäre es ganz cool, wenn wir die Lampe finden. Ja. Und dann haben wir vielleicht auch gerade genug Seelen, Blutetchos, um aufzuleveln. Ja. Können dann den Blutedelstein und dann wird alles super. Und du machst den nächsten Boss. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.